Ja, Leute, heute geht es mal nicht um Sportwetten oder irgendwelche Quoten, sondern es geht um die Premium-Gruppen, die ich jetzt öfters mal so die letzte Zeit beobachte, wie sich immer mehr so Leute profilieren und die Leute mit an Bord nehmen. Es gibt ein paar, so wie ich die Sache rausgehört habe, dass sie das schon länger machen und dass es dann auch wirklich gut funktioniert. Aber ich will mal meine Meinung zu der Sache sagen. Das muss nicht unbedingt so sein, aber das ist einfach nur so ein bisschen, wo ich nachgedacht habe und mir überlegt habe, was ist der Sinn der ganzen Sache? Und meiner Meinung nach ist es so, dass derjenige, der sowas macht, nicht das macht, um den Leuten einen Gefallen zu tun oder die Leute dazu bringen will, dass sie Geld verdienen. Das ist ein Nebenprodukt. Ich glaube, das, was ihn am meisten antreibt, ist eine gewisse Kontrolle über die Sportwetten zu bekommen. Das heißt, umso mehr Leute er dazu bringt, Geld zu investieren auf eine bestimmte Anzahl oder ein bestimmtes Portfolio von Spielen, umso mehr hat er die Kontrolle darüber, wie das Geld verteilt wird von denjenigen, die auf diese Sportwetten setzen. Und da liegt nämlich der Hund begraben. Die Sache ist nämlich, dass das eine absolute Macht ist, die er sich da aneignet und er quasi der Anführer ist von, was sagen wir mal, 100.000 Euro oder sowas. Und damit macht er sich natürlich einen Namen, ja. Und die Sache ist halt auch so, dass wenn auch wie einige das halt auch schon so theoretisch halt ausgearbeitet haben, ist es halt auch so, dass die Quote jetzt zum Beispiel, wenn jetzt heißt, ja, wir favorisieren jetzt den oder den, dass die Quote natürlich runtergeht. Und aber es nicht so ist, dass es jetzt einfach dann so einfach nur auf der einen Seite runtergeht, sondern dass es auf der anderen Seite natürlich auch hochgeht, ja. Also mal angenommen, die Jungs tippen alle da auf ein Spiel, was weiß ich, Legia Warschau oder sowas, und die Quote geht von 1,8 auf 1,3 runter, dann kannst du ja auch davon ausgehen, dass die Quote auf der anderen Seite von 3 ungefähr auf 6 oder 7 geht. Und das kann ja auch eine ganze Zeit lang gut gehen und das läuft bestimmt auch wunderbar und die Leute nehmen ja auch Geld ein. Aber die Sache ist, du hast im Endeffekt irgendwann hast du den Punkt, dass du halt sagst, hier, pass mal auf, ich kann bestimmen, ob die Wette durchgeht oder nicht, weil auf der anderen Seite sitzen ja auch Leute, ja. Und da hast du dann, die kannst du dann auch bedienen, ja, weil dann kannst du dich ja mit den Leuten absprechen und kannst halt sagen, ja, pass mal auf, heute ist euer Zahltag. Wir haben jetzt die ganze Zeit eingenommen, sind jetzt die fette Gans und es könnte auch mal wieder ein bisschen was geschlachtet werden, ja. Und dementsprechend werden dann speziell auf der anderen Seite halt auch Kunden bedient. Und wenn du dann halt auch mal eine 8 oder 9 Quote triffst, dann kannst du auch die anderen mal 5, 6, 7 Mal, was weiß ich, halt auch gewinnen lassen, ja. Die Sache ist halt auch beim Wetten, du musst auch verlieren können. Du musst in der Lage sein, halt auch zu sagen, okay, ich habe jetzt halt verloren, das macht nichts. Und aber was ich damit sagen will, ist, die Sache gewinnt dann eine gewisse Kontrolle. Es entwickelt sich eine Kontrolle über eine Sache, die dann dazu führt, dass das dann nicht mehr so um Sport geht oder nicht mehr so, ja, das ist einfach eine schwierige Sache. Und ich bin mir auch sicher, dass da irgendwann auch die Wettaufsicht da irgendwann mal einen Riegel vorschiebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auf längere Sicht so Organisationen geduldet werden. Klar, man kann es nicht nachweisen, aber dass dann halt irgendwann mal der Punkt kommt, wo irgendwelche Spiele grundsätzlich mit bestimmten Beträgen reguliert werden, wo dann halt so Sachen dann nicht mehr laufen können. Kann auch sein, dass es halt nicht so läuft, aber die Sache ist halt einfach, die Leute bekommen viel zu viel Macht über Menschen. Ich vergleiche es irgendwie so ein bisschen mit Julius Caesar, der seine Soldaten in die Schlacht schickt. Und da gibt es natürlich dann auch Momente, vielleicht in irgendeinem Feldzug oder so, wo er genau weiß, er muss die Jungs in die Schlacht schicken, aber er weiß ganz genau, dass die Jungs verlieren werden, aber er muss es halt einfach machen, weil es halt einfach zum Plan gehört. Und der Plan sieht halt vor, dass wir das jetzt machen, ob die jetzt gewinnen oder verlieren, das ist erstmal unwichtig, es geht erstmal nur um den Plan. Und das ist das Einzige, was dann so laufen wird. Also ich sehe da wirklich ernsthaft irgendwie eine Eskalation heraufkommen, irgendwann mal die nächste Zeit. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann gesetzlich verboten wird. Also ich mache es eher nicht.
Ich setze meine Tipps und ich setze auch nicht irgendwelche komischen Oberligaspiele oder sowas. Keine Ahnung, wer sowas tippt, aber das ist das. Wer da in die Gruppe geht, der macht sich selbst quasi zum Handlanger von demjenigen, der das Ganze organisiert hat. Und umso mehr Leute da mitmachen, umso mehr Macht entwickelt er auf seiner Seite und umso mehr hat er auch dann Zugang zur anderen Seite. Ja, die sind ja auch interessiert zu gewinnen. Und dadurch entwickelt er sich als Doppelagent, sagen wir es mal so, auf die Art und Weise. Und das halte ich für äußerst fragwürdig.